Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play This War of Mine. Wir sind in Tag 17, sind gerade Banditen entkommen, die sich in der Kirche verschanzt haben. Da habe ich jetzt nämlich nicht mit gerechnet, dass die da so aggressiv sind und uns sofort angreifen. Und wir wurden auch noch ausgeplündert. Aber es wurde nichts geklaut, aber sie haben uns viel Munition geklaut. So, du gehst. Nein, nein, du gehst nicht sofort schlafen. Du haust jetzt erstmal hier alles was zu essen rein. So, das dürfte zumindest von sehr hungrig auf hungrig runtergehen. Gut. Nicht sehr schmackhaft, aber sättigend. Ja, du bist ja immer noch hungrig. So, jetzt bist du nicht mehr hungrig, jetzt darfst du ins Bett. Und du bist unser Koch, ne? Genau. Oh, leicht krank. Du darfst was kochen. Uns fehlt Brennmaterial. Was hätten wir denn? Wir hätten Gemüse zu wenig. Moment, stopp. Ach ne, Gemüse läuft noch. Ui. Das dauert aber lange. Aber Fleisch hätten wir. Dann gehst du mal hier Fleisch holen. Du machst schon mal zweimal, viermal Brennmaterial. Was haben wir denn? 12 Grad. Brauchen wir den Ofen, glaube ich, nicht heizen, oder? So, voll bestücken. Wir könnten jetzt ein Fleisch reintun, um zwei wieder rauszuholen. Das würde ich fast machen. Das würde ich fast machen. Dann Filter. Wie viel Filter haben wir noch? Ich habe noch vier Stück. Okay. Ups, nicht ganz raus. Ja. Die Tür. Dafür fehlt uns jetzt noch ein bisschen von den Teilen, heißen sie, ne? Bestandteile. Können wir denn sonst irgendwas hier gebrauchen? Eine Falle. Eine weitere. Eigentlich auch nicht schlecht, oder? Ja. Wir machen eine zweite Falle. Weil wir brauchen ja doch Fleisch. Und irgendwann werden wir nichts mehr finden, gehe ich von aus. Wer seid ihr? Und wo läufst du hin? So. Du kannst aber schon mal kochen. Das kannst du dann auch schon selber essen gleich. Das geht nicht weiter. Ich glaube, wir müssen das nachgießen. Kann das sein? Oder läuft das weiter? Mal genau hingucken. Doch, das läuft weiter. Ja, es braucht einfach nur lange. Krass. So, du bist auch noch sehr hungrig. Ein Fleisch rein. Dann darfst du das mal essen gehen. Du gehst hier an die Tür. Hast du einen, haben Sie einen Moment Zeit? Mal gucken, was wollt ihr denn? Wir leben mehrere Blöcke von hier entfernt. Wir haben gesehen, dass in diesem Gebäude Unterschlupf gefunden haben. Als Nachbarn wollen wir vorbei sind und Hallo sagen. Wir haben Gemüse aus unserem Garten mitgebracht. Guten Appetit. Oh, danke. Krass, die haben uns Gemüse geschenkt. Nur doof, dass wir jetzt gerade ein Fleisch verbraucht haben für die Falle. Wir brauchen nur ein Fleisch. Ja, ist ja super. So, leicht krank und müde, du gehst also gleich ins Bett. So, und du darfst essen.
Sehr gut. Boah, das läuft erschreckend gut. Du darfst da noch die Wasserdinger nachfüllen, sehe ich gerade. Und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Es läuft wirklich gut, muss ich ja sagen. Tag beenden. Wir haben die Säge vergessen. Aber wir wollten da eh erstmal nicht hin. So. Leicht krank, traurig, müde, du schläfst und du stehst wache. Und zwar, ja, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Supermarkt. Da sind nur noch etwas Waffen. Militärstützpunkt. Die, die sich am Tage beschießen, handeln nachts oft miteinander. Die Soldaten haben viele interessante Sachen und tauschen gerne. Vor allem gegen Alkohol und Zigaretten. Aber sie sind unberechenbar. Etwas Lebensmittel, eine Menge Materialien, etwas Medikamente, bombardierte Schule. Okay. Ist gar nicht. Ja, komm, wir gehen dahin. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt vernünftig irgendwie an die Lebensmittel dann drankommen. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier noch was übrig war. Also zumindest räumetechnisch waren wir, glaube ich, überall eigentlich. So, wir stürmen jetzt erstmal hier gerade durch. Gucken wir mal. Hier geht es nicht weiter. Warum? Soll eine Wand sein oder was? Nach unten hätten wir noch jemanden, können wir noch jemanden ausrauben, glaube ich, aber das brauchen wir ja nicht unbedingt. Hier ist noch was. Aber das hatten wir, glaube ich, schon. Dann ist es nur, ja. Das sieht nach Medikamente aus. Rein. Ich glaube, hier werden wir auch jetzt nichts Außergewöhnliches finden. Das Einzige ist, glaube ich, hier könnte man noch klauen. So, das mit dem Kühlschrank, mit dem Versteck, das hatten wir schon. Was haben wir denn da noch? Okay. Ich höre etwas, ja, das bin ich. Okay. Damit haben wir auch schon bald alles. Traurig, ja, okay. Wir haben keine Waffe mit, ne? Naja, dann greifen wir mal. Oder dann gehen wir mal nicht da klauen, direkt vor deren Augen. Die würden uns hier ein auf die 10 hauen. So, hier hoch. Okay, wow. Ist noch eine Menge da. Ansonsten glaube ich, wird hier auch nichts mehr sein. Hier oben noch vielleicht. Komme ich da nicht hoch? Da müsste ich da auch hochkommen, oder? Sieht doch aus. Sieht doch aus. Sieht so aus. Ich glaube, das war es auch so langsam.
Das war's. Jetzt könnten wir nur noch bei den Einheimischen da klauen. Da gibt es dann bestimmt das ein bisschen Essen und ein bisschen Medizin. Aber da können wir jetzt drauf verzichten. So, Boris ist zurück. Schau mal, Tag 18 müsste das sein, ne? Ausbruch von Kriminalität. Ja, super. Und wen trifft's? Wahrscheinlich uns. Nein, gar nicht. Sehr gut. So, ist hier. Nichts zu essen. Okay, krass. Hungrig, 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 traurig, müde. So, hier. Klassische Musik würde ich gerne anmachen. Das dauert echt lange hier. So. Was haben wir denn? Die Tür. Wenn wir Ausbruch von Kriminalität haben, würde ich das gerne machen. Ich glaube, da machen wir nichts verkehrt. Du bist müde, dann geh ruhig ins Bett. So, wir gucken mal hier die Metallwerkstatt. Die sollten wir aufrüsten, dass wir auf jeden Fall unsere Waffen reparieren können und solche Geschichten. Dafür brauchen wir diesen Mixer, ein paar Teile und jede Menge Bestandteile. Wow. Da haben wir gerade ganz schön viele verbraucht. Okay, diesen Mixer können wir schon mal herstellen. Dann haben wir ihn schon mal. Damit sie uns den auch noch klauen können, dann schon am besten. Wie viel Schuss haben wir denn noch? 6. Okay. Wir wollten den Schnee noch schmelzen. So, Boris, du kannst ins Bett. Du stellst mal einen Filter her. Wenn du die Nacht durcharbeitest, darfst du essen. Wer ist sie denn? Ich glaube, sie ist ein R mit Zopf. Ich kann den Schnee gar nicht mehr schmelzen. Den Herd auch upgraden. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Wie viel Wasser haben wir jetzt? 16. Das ist gut. Was gibt's? Das ist doch eine. Kann ich hier bleiben? Boah. Ich kann mich geschmeidig wie eine Katze bewegen. Nein, tut mir leid. Nein, du kannst nicht bleiben. Das wird uns zu eng sonst. So, du stehst Wache, du wirst plündern und du stehst auch Wache. Wobei, wir haben jetzt ein Alarmsystem, ne? Da könnten wir rein theoretisch... Ja. So, wo gehen wir jetzt hin? Zum Militärstützpunkt. Dann gehen wir mit ihm hier und nehmen Schnaps mit. Pistole und 3 Schuss. Die beiden Dietriche. Oh.
Und das war's. Da bewaffnen wir uns mal lieber, wenn wir da hingehen. Dürfen wir hier rumplündern oder werdet ihr dann sauer? Das dürfen wir. Sperrgebiet. Okay. Ich habe 8 Zigaretten hätten wir noch mitnehmen können, aber ich glaube, die hat ja schon unterwegs geraucht. Beziehungsweise der andere. Oh, ein Schuss. So, was habt ihr denn? Waffen. Wow. Sturmgewehr. Muss ja allerdings eine Menge anbieten. Eine Menge habe ich nicht. Das reicht nicht. So ein Scherz. Wenn wir hier hochgehen, bestimmt insgesamt eine ganz schlechte Idee, hier irgendwas versuchen abzuziehen. Okay. Ich glaube, das hat sich hier erledigt. Das war jetzt. Das war nicht sehr erfolgreich. Und damit beenden wir diese Folge und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss!